Hallo Leute, herzlich willkommen zurück. Klang jetzt ein bisschen sehr komisch. Aber hey, wir sind in Shannon Hall. Blick und Reisende beginnt einmal Teil 9 in der Quelle von Arcane Shannon Hall. Ihre Wunden werden geheilt, Krankheiten gebrannt und Flüche, die auf ihrem Körper belastet werden, behoben. Oh, toll. Das heißt, immer wenn wir krank sind, wenn wir verflucht sind oder sonst so kacken, müssen wir beten. Gott. Verwandlungsmagie kennt zwar mal die Tür, Schatzkissen aufschließen können. Ah, oh, mein Gott, bin ich blöd. Ich bin berauscht von dieser Information. Hättest du es da mal fertig geladen? Ha? Danke, Oblivion. Letztes Mal, was haben wir letztes Mal gemacht? Genau, bei der Geburt getrennt. Warte, hätte man damit das nicht nach Kroll müssen? Warte mal. Ja, stimmt, Channel. Dann befragen wir mal einfach irgendwelche Passanten ab. Dem angeblichen Unruhestifter, der in deinen Namen trägt. Hey, du. Oder ich rat. Danke, Arschloch. Oh, ein Bettler. Hey, du. Ich bin's. Halt die Fresse. Reinhard Jemane? Nein, ich kenne niemanden mit diesem Namen. Aber es gibt in der Stadt hier einen Gilbert Jemane. Vielleicht. Er logiert in der Neulandschenke, aber... Praktisch. Danke. Möge Anu euch segnen. Ja, dich auch. Jetzt müssen wir den... Typen da aufspinnen, den Gilbert-Typen, den jetzt da. Was auch immer er da ist. Mal um. Anschenke. Moins. Mit der Beschwörungsfertigkeit könnt ihr mächtige Waffen, Rüstungen und Kreaturen bei Beschwörung durch den Kampf zur Seite stehen. Oh, cool. Nicht. So, wo. What the fuck war das? Wo ist der Honk? Put. Hey, willkommen in der. Das ist eine Schenke für Dunkelelfen. Fluchen, spucken, schreien. Kein Problem. Meinetwegen auch Handgreiflichkeiten. Allerdings hat die Wache etwas dagegen. Auch ihr. Ich mag die. Und ich mag Dunkelelfen, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Bist du Gil? Gilbert. Kann ich etwas für... Er lebt? WTF. Mir wurde gesagt, meine Mutter und mein Bruder hätten nicht überlebt. Ah, das sind Geschwister. Das ist wunderbar. Cool. Ich muss sofort zu ihm. Aber bitte kommt uns in Koroll besuchen. Es wäre wundervoll für uns beide, wenn wir euch... Ja, so einfach müssen wir den jetzt... Dieses Wiedersehen wird der glücklichste Tag meines Lebens sein. Ja, glaube ich jetzt eh nicht. Er ist ein versoffener Typ. Allerdings warten wir jetzt, bis er da rausgeht und dann... Dann mache ich eine... Unser Schwert ist viel, viel cooler als wieder als dieses Silber. Oh, da fällt mir gerade was ein. Mal gucken. Schwuppdiwupp. Ah, habe ich letztes Mal schon. Ja. Mann, ich wollte doch auf dem Menü bleiben. Mann. Unglaublich. So. Wir müssen jetzt nicht nach Chillen Hall, sondern nach Koroll. Scheißegal, Süd. Ja. Danke. Bitte mal Teil der 9 in der Kapelle von Stender in Koroll und ihr werdet geheilt, kuriert und bekommt alle eure Attribute wiederhergestellt. Ich will auch unbedingt beten. No! Ihr könnt mit Schilden und Waffen ablocken, aber Schilde zeigen die bessere Wirkung. Ich habe noch nie so hilfreiche Tipps gelesen. Ihr, das ist unglaublich, wie... Bin ich nicht gut? Akrobatik. Cool. So, Abrenner. Zu kaum Stute. Eure Waffen verrichten weniger.
richtig toll. Also, es wäre ganz toll, wenn... Hä? Was Hallo. Zu dem will ich doch gar nicht. Ja, meine Söhne. Rätsel gelöst, Söhne? Ja, Ralus und Antus. Sie wollen die Kreaturen auf unserem... Seit einigen Tagen werden wir auf unserem Hof außerhalb von Koroll immer wieder... Sie kommen von irgendwo im großen Forst. Ich weiß nicht woher, aber möglicherweise weiß Ralus inzwischen mehr. Meine Jungs werden den Kampf gegen sie aufnehmen, auch ohne die Wache. Es ist egal, ob es außerhalb der Stadtmauer geschieht, es betrifft uns trotzdem. Sie erwarten, dass ich mitgehe, aber ich fürchte, in meinem Alter bin ich nicht mehr der Krieger, der ich einst war. Würdet ihr an meiner Stadt gehen? Nein, bitte. Irgendwie wusste ich, dass ihr das richtig... Ich soll sie bei der Venon-Priorei treffen. Besorgt euch am besten gleich, was ihr braucht, damit ihr rechtzeitig dort seid. Ich muss etwas trinken, um mich zu beruhigen. Verzeiht. Säufer. Was fällt es zu, dass ihr da... Warte. Ich habe meine Brüder wieder zusammengebracht. Nach ihrem Gespräch sollte ich mit Gilbert reden. Ich kann nicht glauben, dass ich meinen Bruder wiedergefunden habe. Ich kann euch nicht genug danken, dass ihr mich wieder mit Reinald zusammengebracht habt. Ich hätte nie gedacht, dass er noch unter den Lebenden weilt. Wir haben viel zu bereden. Doch wenn ihr Zeit habt, so bleibt noch einen Moment und erfahrt etwas über unsere Heimat Weatherly. Ah ja, Weatherly. Weatherly war über Generationen das Zuhause unserer Familie. Unsere Eltern flohen bei einem Angriff der Oger. Sie wurden getrennt. Mein Vater brachte mich in Sicherheit. Später ging er zurück und glaubte, Reinhard und meine Mutter wären umgekommen. Da Oger Kannibalen sind, erwartete er nicht, ihre Leichen zu finden. Doch glücklicherweise scheint meine Mutter Reinhard in Sicherheit gebracht zu haben. Meine Mutter hat nicht überlebt, aber Reinhard. Und dafür bin ich dankbar. Doch wir wollen mehr. Wir wollen unser Zuhause zurück. Was wollt ihr denn alles, verdammt? Wir sind keine Kämpfer. Ihr scheint mehr Fertigkeiten zu besitzen als wir. Würdet ihr nach Weatherly gehen und erkunden, ob es noch von Ogern bewohnt wird? Seid ihr... Ach, Mann. Habt ihr... Ja, vielen Dank. Nun, wir sind nicht ganz sicher, wo sich das Anwesen befindet. Wir glauben, es liegt südlich von Koroll, aber nördlich der Festung Kamala. Es ist möglicherweise, da seit Jahren niemand dort lebt, ist es womöglich ziemlich zugewachsen. Wenn ihr es findet, lasst es uns wissen. Wir warten gespannt. Cool. Hat er jetzt noch was? Wenn mein Vater mir nur besser beschrieben hätte, wo es liegt. Toll. Seid vorsichtig. Ich weiß nicht, welche... Ja, wir müssen jetzt dahin. Und ich überlege gerade. Ich denke, wir machen jetzt erstmal schnell Feld des Todes. Einfach weil es direkt da ist. So. Machen wir erstmal schnell den Quest, dann machen wir Battle. Da. Der große Forst. Ja, Hauptfertigkeit. Ich weiß nicht, wie der Zeit ist, wenn wir eine Stufe aufstehen. Oh, es ist ein wunderbarer Freitag. Die Sonne scheint. Es ist relativ warm und was mache ich? Ich hocke zu Hause in meiner Bude und zocke. Und mache Let's Plays. Mann, wie hobbylos bin ich eigentlich? Ich bin Let's Player, also übrigt sich die Frage ein bisschen. Finde ich. Hüpf. 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 Was wir jetzt machen müssen, wir müssen mit diesen hässlichen beiden Söhnen von dem Typen da treffen. Dann gehen wir auf den Hof, müssen ihn verteidigen und dann kriegen wir irgendwas. Ich weiß nicht mehr genau was. Ich glaube ja, oder? Warum ist Vater nicht hier? Er weiß doch, wie wichtig das ist. Alles Urteil. Was soll das heißen, er kommt nicht mit? Er hat euch gebeten, an seiner Stadt mitzukommen? Hat er denn gar keine Ehre? Nun, Herr Säufer. Hallo, geh her. Hallo? Willst du mich verarschen? Ich fürchte,
Ich habe keine Zeit für eitles Geschwätz, mein Freund. Ich warte auf meinen Vater. Er kommt nicht mit uns. Ich glaube, ich verstehe. Und es ist besser, wenn er in Sicherheit bleibt. Mich wundert nur, dass er euch gebeten hat, an seiner Stadt zu gehen. Tja. Ihr würdet uns begleiten, obwohl euch dieser Kampf persönlich nicht betrifft? Eine ehrenwerte Tat. Dann nehme ich eure Hilfe gern an. Halt die Fresse. Es hat keinen Sinn, noch länger hier zu warten. Folgt mir. Ich mache das jetzt. Ich will eine Belohnung einstreichen, deswegen helfe ich euch nicht irgendwie, weil ich nett bin. Na? Gibt's ja auch nie was drauf. Leck. Ja. Also während die da fröhlich umherwandern, brennen wir schon mal. Warte. Ja, die kommen schon. Kommt ihr? Ja, die kommen schon. Da unten. Wow. Ich komme aufs Dach. Wartet. Yes! Ach man. Das ist das Feld des Todes. Nicht. Warten mal ein bisschen. Brombeeren. I need Brombeeren. Oh, Tomate. Tomatoes. Gimme. Melonen. Was haben wir hier? Rettich? Ja, Rettich. Gebt mir. Ihr Unwürdigen. Melone. Salat. Gib mir Salat. Wir haben diese Schnachtzapfen. Da sind sie schon. Ja! Schwupp. Wir sind im Odil-Hof angekommen. Ich muss Anthos und Rallos Odil helfen, die Kretin zu bekämpfen. Ekliges Gekreuz. Konzentriert euch, nehmt euch in Acht und seid vorsichtig. Anthos, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Auf geht's. Verteidigt euch, hier kommen sie. Wo? Ich. Oh, Goblins. Ah! Batsch. Ah! Mann. Du verteidigst. Ihr werdet mich nie besiegen. Oh toll, Goblin-Schande zu. Tot. Was für mich? Ja, Dietrich. Ja, jetzt kommen so ein paar Wellen. Die nächsten, bitte. Oh, dann unser Blümchentor. Oh. Ich darf ich leichter stellen, ich keinen Bock drauf mehr wegzugehen. Hallo? Patsch. Auch noch mehr.